Es ist kurz vor 9:30, als Khaled El-Masri heute Morgen in den Gerichtssaal geführt wird. Die Journalisten und seinen Anwalt würdigt er keines Blickes. Während des gesamten Prozesses wirkt er in sich gekehrt, unbeteiligt. Er zwirbelt an seinem Bart herum. Gleich zu Beginn des Prozesses fordert El-Masris Pflichtverteidiger Manfred Gniditsch die Einstellung des Verfahrens. Die Begründung: Die Bundesregierung weigert sich bis heute, die Haftbefehle gegen die namentlich bekannten Entführer El-Masris an die USA zu überstellen. Im Prinzip kann ich so nur warten, wie er eine Straftat begehen wird, weil er völlig alleingelassen wird seitens der Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat einen Rechtsweg und die Durchsetzung der Rechte zu gewähren und die staatliche Gewalt insbesondere. Herr El-Masri will ja nicht viel. Er will ja nur, dass die Amerikaner sagen: Jawohl, wir haben dich entführt, wir haben dich gefoltert, ja, und wir haben das falsch gemacht und wir entschuldigen uns bei uns. Das ist das, was er in erster Linie will. Er will eigentlich einen Weg zurück in sein Leben, in welchen er zuvor war. Natürlich muss man den Weg, den Herr Masri gehen musste, nach dem, was wir wissen, berücksichtigen, in der angemessenen Art und Weise und in dem erforderlichen Umfang. 8 Zeugen und ein Sachverständiger wurden heute gehört, unter ihnen auch der Geschädigte selbst, Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Nürnberg. Der hatte mehrere blaue Flecke, eine zerbrochene Brille und einen gebrochenen Finger davongetragen. Anzeige hatte er gegen El-Masri nicht erstattet. Wegen des öffentlichen Interesses ermittelte die Staatsanwaltschaft aber von sich aus. Für mich ist der Mann krank. Er sollte behandelt werden und die Justiz tut ihre Tätigkeit, da brauche ich nichts tun. Auslöser der Handgreiflichkeit war möglicherweise ein Brief, den El-Masri an den OB geschrieben hat und dessen Beantwortung ihm zu lange dauerte. Was Wirres von Allah und Gott wird richten, ich weiß es nicht genau. Das war für mich, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, Käse. Das habe ich nicht weiter beachtet. Herauszufinden, was genau Khaled El-Masri im September dazu bewogen hat, auf den Neu-Ulmer OB loszugehen, das ist jetzt genauso die Aufgabe der Richter wie die Klärung der Frage, inwiefern seine Vergangenheit Einfluss auf das Strafmaß haben könnte. Möglich wäre alles zwischen einer Geldstrafe und 10 Jahren Haft. Khaled El-Masri selber hat heute keinerlei Aussagen zur Sache gemacht. Er ignoriert das Gericht total. Auch mit seinem Anwalt hat er im Vorfeld zu diesem Verfahren keinerlei Kontakt aufgenommen. Auch heute sprach er nur ein paar Worte mit ihm. Der Prozess wird fortgeführt. Am Dienstag soll hier das Urteil fallen.